Ja, ja, mein Rumpelfliegers K.O. Man hat mich K.O. gehauen, ich hab keine Lebenspunkte mehr. Ach, wir fahren gleich in die nächste Wand rein. Ah, ey. Ey, stell dir mal vor, wie K.O. ist. Also wird mit vier Spielern. Oh Mann, deswegen reden wir auch gar nichts mehr, wollen wir mal so abgesehen davon. Dazu müssen alle vier Spieler das Spiel kennen. Und tschüss. Ich bräuchte mal ein Monster! Haben die Monster eigentlich auch eine Reichweite? Ja. Das ist blöd. Das muss ich nicht. Weil manchmal das Gefühl, dass die CPUs haben irgendwie einen generellen Reichweite-Vorteil. Ja, irgendwie gerade ist es sehr unfair. Level down, bitches. Ein Monster beschworen! Das wäre ja genial, oder? Das ist klasse! Weil ich erst die letzte Zeit auf Harper Catting bin, habe ich immer das Gefühl, jeder Moderator müsste sich verteidigen drauf sein. Oh. Ich kann ja auch wieder anders schießen, das wusste ich ja gar nicht. Ach so? Ja. Hast du schon? Ah, gedrückt halten, dann konnte ich die Sterne anzuspielen, klar. Das wusste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Glaube ich zumindest, oder vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht sah es nur so aus. Ziellinie! Oh verdammt, ich bin der Letzte. Ah, naja. Der Moderator, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal mir richtig angeschaut und der sieht aus wie Ryu von. Der Boxer oder Ryu von. Du weißt schon, Shamanki. Ja gut. Das war ja mal hier gerade nichts, aber wir hatten auch einen scheiß Start. Oh, dann noch mal. So, als nächstes, wie wäre es mit. Oh, das ist ja lustig aus. Schadia? Ah, nee, jetzt wieder irgendwo auch langsam. Das ist ein Rundkurs. Ja, aber Katan. Lieber. Nehmen wir die Einrichtung. Jo, gerne. Ich würde sagen, dann haben wir auch noch ein Survival-Match, ne? Ja, klar. So. Problem ist, wer kombiniert so einen Scheiß? Wenn man sich nicht so richtig drauf einstellen kann, deswegen finde ich diesen Multiplayer nicht so ganz tauglich, dann. Also, wenn sich nicht jeder Spieler sein eigenes Deck vorbereiten kann, dann ist es los. Das ist wie, als würdest du Yu-Gi-Oh! Mit. Kann man das online spielen? Nein. Okay. Das wäre etwas, was dem Spiel wirklich gefehlt hätte. Ein richtig fetter Online-Modus. Wenn man bedenkt, dass die sogar Castlevania Judgment eingegönnt haben, warum dem nicht? 3, 2, 1, go! Finsternis, Motherfuckers! Ja, ich seh nichts, Motherfuckers. Ja, das ist mein Ding. Meine Suche. Verbrennt mich nicht! Bräuchte neue Karten! Also während der Monsterbeschwörung bin ich das wirklich zum Kotzen, dass ich nicht sehen kann, wo ich fahre. Du fährst dann automatisch. Also längst noch automatisch. Das mache ich mit dem Singleplayer mal zu nutzen, wenn ich die scheiß Kurven komme. Weil, naja, in engen Kurven fährt sich das Bike nicht so gut. Das merke ich gerade. Oh, bin ich etwa... Du bist Erster! Also für eine Zeit lang wahrscheinlich. Ich genieße... Oh, den Triumph habe ich gerade genossen! Mach einen Platz, er hat noch 1600 LP. Nicht glaublich. Ey! Ich hab mein Monster kaputt gemacht. Du Bonze! Ich bräuchte neue Karten. Diese scheiß Reichweite. Und was ist das für ein fettes Spiel? Ist das der Chef? Ist das der Chef? Nee, das ist Greiger. Danke schon, das war der Chef. Hey, wir haben einen Bodenkopf. Völlig! Da müsste ich nur noch mal in Reichweite eines Gegners kommen, dann könnte man ja rocken. Das kann doch nicht. Komm, Baby, komm. Ach. Warum ist hier solche Karten, die alle Falten haben? Oh, ist das aber dieser Chef, der blockiert. Ah, dann mal weg! Autsch! Und ich hasse. Oh Gott. Wer fährt hier so ein fettes Bike? Oh, er sperrt auch.
jeden Weg. Das gibt es aber nicht. Das Spiel baut Aggression auf. Action Points, jawohl. Tetsu Trotch, du gehst down. Noch nicht. Schöne Techno-Musik im Hintergrund. Vor allem die schöne Techno-Musik. Ich bin gar nicht, ich hab keine LP mehr. Monotoner Beat. Ist das ein anderes? Ja, monotoner Beat. Oh nein, ich wechsle das nicht zum Totenkopf. Wow. Du hast endlich ein Monster. Guck mal, merkst du, wie fies der ist? Ja, natürlich. Endlich ein Monster. Mensch, na also. Ja, mit so schön Stimme. Ein endlicher Monster ist so ein. Halt die Fresse, verdammter Moderator. Scheiße. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, man kann ihn sogar abschalten. Und gut. Aber da geht er der halbe Charme als Löwen, ne? Das ist ja klar. Nein, nein, bitte jetzt nicht ein. Boah, vorvorletzter. Boah, knappes Ding. Weißt du, was blöd ist? Der Security-Job, siehst du? 0,05 Sekunden ja. Der letzten. Oh Gott. Cool. Das ist typisch Rennspiel. Also rede ich mich immer auf. Auch bei Mario Kart war das so. So. F-Zero war das noch mehr. Nee, aber jetzt ist es halt. Vorletztes oder letztes? Vorletztes. Oder? Okay. Haben wir schon nahe. Letztens kamen mir die Yu-Gi-Oh! Kartenspiele zugunsten meiner ägyptischen Kenntnisse. Ich wurde abgefragt. Wegen ägyptischer? Was, ja. Ägyptische Kenntnisse? Nein, also im Sinne von, ich wurde abgefragt wegen Ägypten und ich konnte über Obelisk und so etwas sagen. Oder Osiris oder Ra. Dann konnte ich sagen, dass Obelisk ein riesiges blaues Monster war. Nein, also und Ra ein gelber Vogel. Nein, da wurde halt ein Gebäude eingemacht. Was ist Gebäude? Das ist wirklich, aber ich lasse es mein Wissen ist nicht ausreichend dafür. Ja, das kommt noch. Aber allgemein war es so, ja, die haben mich halt in Geschichte allgemein was gefragt. Ja. Und da wurde gefragt, halt, wie das Ding heißen könnte. Also was auch immer was. Du hast aber noch geraten. Ich hab mal geraten, hab gesagt, ja, Obelisk oder Osiris oder was auch immer. Und Osiris passte. Das war. Was war das denn nochmal? Mensch. Osiris war tatsächlich auch noch so eine komische Geschichte. Ich weiß noch nicht was. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Ah, du kennst das. Oh nein, kannst du nicht. Okay. Das war ein Vorsprung für euch. Ihr wollt davon. Ja, klar. Ah, Scheibenkleister. Solche engen Kurven hasse ich. Ich auch. Oh, gibt es hier etwa wie bei Nico diese unsichtbare Wand? Ja. Das macht es für mich nicht mehr. Oh, solche engen Kurven hasse ich. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So, Jungs. Ich bräuchte echt mal Monster von meiner Hand. Jetzt geht's los. Unser Hauptmann hat jetzt die Chance, die Lage mit einem Testuniform zu stellen. Wie groß kann denn dein Linke sein, denn? 30 Karten oder so? Keine Ahnung. Okay. Du startest mit 15 Karten oder irgendwas. Also 15 beschissenen Karten. Du musst aber ewig lange spielen, um dir neue Karten zu holen. Vor allem die richtig kriegen lassen. Aber es ist eigentlich nicht so schwer, da es im Story-Modus ganz gut Punkte gibt. Und Story-Rennen ganz einfach sind. Da gibt es nämlich einen ganz einfachen Trick. Das sind Duelle. Also du spielst quasi gegen genau einen Gegner. Und ich wurde gerade mal über den EP erleichtert. Und du versuchst dann irgendwie so auf gleicher Höhe mit deinem Gegner zu bleiben, nur um dann am Ende mit Level Down, was deine Geschwindigkeit senkt, und Rush Recklessly, was deine Geschwindigkeit erhöht,